Herzlich willkommen zu unserem ersten deutschsprachigen GeoGebra-Webinar. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, haben wir im Englischsprachigen schon eine Webinarserie gestartet und jetzt möchten wir eben auch im deutschsprachigen Webinare anbieten. Für unser erstes Webinar haben wir uns als Thema die Unterrichtsmaterialsammlung, welche wir in letzter Zeit erstellt haben, ausgesucht. Das heißt, das Ziel von dem heutigen Webinar ist es, dass ihr für euren Unterricht ganz einfach Materialien finden könnt und diese auch nach euren Bedürfnissen anpassen könnt. Und zusätzlich werden wir euch Tipps geben, wie man dann diese Materialien an die Schüler weitergeben kann und auch, wie man sie wieder einsammeln kann. Bevor wir mit dem Inhaltlichen und einer kleinen Vorstellrunde starten, möchte ich euch noch ein paar Hinweise zur Webinar-Umgebung geben. Fragen sind jederzeit willkommen. Ihr könnt gerne die Chat-Funktion von YouTube, falls ihr dort uns verfolgt, oder auch auf Zoom, falls ihr uns in dem Zoom-Raum verfolgt, gerne nutzen. Dafür könnt ihr in Zoom direkt Fragen an den Moderator schicken oder aber auch Fragen an alle senden. Das Webinar wird aufgezeichnet und eben jetzt auch live auf YouTube gestreamt. Darum bitte ich euch, dass ihr einfach keine persönlichen Informationen in den Chat schreibt. Und wer möchte, kann natürlich auch Kamera abschalten oder anschalten. Das ist euch auch frei überlassen. Ja, mein Name ist Julia Wolfinger. Ich arbeite jetzt seit über 2 Jahren im GeoGebra Community Team. Und damit ihr einen Überblick bekommt, für was mein Team so zuständig ist, möchte ich euch einfach kurz berichten, was wir alles so machen. Mein Team ist die Schnittstelle zwischen unseren Benutzerinnen und dem GeoGebra-Kernteam, denn ja, wir kümmern uns zum Beispiel um eure Anliegen. Wenn ihr irgendwo Probleme habt, wenn irgendwo Fehler auftreten oder wenn ihr Wünsche habt oder uns sonstiges Feedback geben möchtet, dann beantworten wir eure E-Mails und freuen uns immer, wenn wir von euch Feedback bekommen, sodass wir euch dann auch möglichst gut unterstützen können. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, ihr sie uns jederzeit auf support@geogebra.org senden und wir bemühen uns dann, dass wir so schnell wie möglich diese Anliegen bearbeiten. Ja, weiterer Punkt ist auch, dass wir auf Events tätig sind. Das heißt, zum Beispiel auf Konferenzen oder anderen Veranstaltungen berichten wir, was es Neues gibt und treten aus auch somit direkt in Kontakt mit unserer Community. Wir sind auch für Social Media zuständig. Das heißt, auf Social Media erfahrt ihr immer sofort, wenn es neue Sachen gibt. Das heißt, wenn zum Beispiel neue Webinare angeboten werden oder aber auch, wenn eine neue App erscheint, neue Features kommen oder neue Systeme auf der Webseite erscheinen. Ja, sobald es etwas Neues gibt, kümmert sich mein Team auch darum, dass es immer gleich ein Tutorial gibt. Das heißt, wir schreiben Anleitungen, somit dass unsere Benutzerinnen neue Features, neue Funktionen immer sofort gleich nutzen können und dabei auch unterstützt werden. Wir kümmern uns auch um Testen. Das heißt, bevor eine App veröffentlicht wird oder bevor ein Update für die Website gemacht wird, testen wir dieses immer komplett durch, damit wir ja sicher gehen können, dass möglichst keine Fehler auftreten. Ja, wir beschäftigen uns auch mit inhaltlichen Aspekten, so wie zum Beispiel mit der Materialsammlung, welche wir euch heute vorstellen werden. Also dies fällt auch in einen unserer Aufgabenbereiche. Das heißt, wenn ihr Fragen oder Wünsche habt, sind diese in unserem Team immer sehr willkommen und wir freuen uns sehr, wenn wir euch auch in der Praxis weiterhelfen können. Ja, wie ihr bestimmt in der Ausschreibung schon gesehen habt, halte ich dieses Webinar heute nicht alleine, sondern ich habe mir Unterstützung geholt. Und zwar unterstützt mich heute der Robert Weinhandl. Der Robert unterrichtet schon viele Jahre selbst mit GeoGebra in der Schule. Das heißt, er bringt jede Menge Erfahrung mit und hat für euch viele nützliche Hinweise, wie man es dann wirklich auch in der Schule umsetzt. Und ja, da würde ich dich, Robert, jetzt bitten, dass du auch ein paar Worte dazu sagst. Ja, danke Julia. Also mein Name ist Robert Weinhandl. Ich unterrichte einerseits an einer AHS, dann bin ich an der Haupttätig, das ist die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, wo zukünftige Lehrerinnen und Lehrer für Agrar- und Umweltpädagogik-Fachschulen ausgebildet werden. Ich bin an der FH Wien tätig und an der Johannes Kepler Universität.
hier im fachdidaktischen Forschungsbereich und bin heute so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis oder zumindest versuche ich, das herstellen zu können. Ja. Okay, Dankeschön. Dann starten wir vielleicht gleich mit unserem ersten Punkt für heute. Also wir werden euch heute ein paar Inputs geben, wo wir euch etwas vorzeigen, wo wir auch berichten werden, wie man dies didaktisch aufbereitet. Und es wird auch immer Phasen geben, in denen ihr das Gehörte auch selber gleich für euren Unterricht anwenden könnt. Und wir starten eben mit der GeoGebra-Materialiensammlung. Und dafür würde ich jetzt wieder dich, Robert, bitten, dass du einfach mal berichtest, was haben wir da gemacht, was waren unsere Ziele dabei? Genau. Ja, also kurz vielleicht zu allgemeineren Sachen. Also wir werden so aufbauen, dass wir eher drei kurze Blöcke vom Input her von der Julia und von mir haben. Und dann auch so, dass die Materialsammlung, Veränderungen und ähnliche Sachen dann von euch auch selbst ausprobiert werden können. Und wenn ihr Fragen habt zu den jeweiligen Sachen, die vorgezeigt wurden oder die darüber hinaus vielleicht gehen, würden wir euch bitten, das Ganze im Chat dann zu notieren. Und die Julia und ich werden dann immer nach diesen kurzen Vorstellungs- und Präsentationsphasen, wo wir eher frontal das Ganze vortragen werden, dann auch konkret auf eure Wünsche, auf eure Fragen eingehen. Die Materialsammlung von GeoGebra ist dadurch entstanden, dass es eine Unzahl und Vielzahl von Materialien bereits auch im deutschsprachigen Raum von GeoGebra gibt, diese auch verschlagwortet sind, aber eben entsprechend den unterschiedlichen Lehrplänen der unterschiedlichen Länder dann in unterschiedlichen Jahren auch zu benutzen sind. Und das Ziel war eben entsprechend dem österreichischen Lehrplan der Sekundarstufe 1 jetzt mal, was wir heute machen werden, die unterschiedlichen Materialien, die hier im Unterricht eingesetzt werden können, zu sichten, auch eine Art qualitative Auswahl zu treffen, dass nicht jedes Material, das irgendwie angewendet werden könnte, da hineinkommt, sondern dass wirklich jene, die Praxis erprobt schon sind und die schon sehr vielversprechend eingesetzt wurden, Teil dieser Sammlung werden, sodass man ziemlich schnell zu sehr guten GeoGebra-Materialien kommen kann, die man dann später im Unterricht auch einsetzen kann. Wenn da die Julia vielleicht die Struktur kurz vorzeigt. Genau, ich werde euch jetzt zeigen, wie das jetzt konkret ausschaut und wo man überhaupt diese Sammlungen findet. Also diese Sammlungen sind auf unserer Startseite auf www.geogebra.org zu finden. Und zwar findet ihr gleich bei den Unterrichtsmaterialien hier drei Sammlungen. Das heißt, wir haben für die Grundschule eine Sammlung erstellt, eine Sammlung für die Sekundarstufe 1 und eine Sammlung für die Sekundarstufe 2. Wir werden uns heute auf die Sekundarstufe 1 konzentrieren. Darum klicken wir mal in diese Sammlung hinein und ich zeige euch jetzt, wie wir diese aufgebaut haben. Wir sehen am Anfang, haben wir die verschiedenen Schulstufen verlinkt. Das heißt, für jede Schulstufe haben wir ein GeoGebra-Buch erstellt, in der dann nach Themen geordnet die Beispiele zu finden sind. Weiters findet man hier auch Beispielaktivitäten, dass man einfach einen Einblick bekommt, was es alles gibt. Bei den Aktivitäten, die wir ausgewählt haben, haben wir auch darauf geachtet, dass die Aktivitäten oder dass möglichst viele Aktivitäten automatisches Feedback geben, so wie man hier in dem Video sieht, damit die Schüler und Schülerinnen beim Üben einfach gleich wissen, ob sie die Aufgabe richtig beantwortet haben oder ob sie vielleicht ihre Lösung noch einmal überarbeiten müssen. Ja, und ganz unten in der Sammlung findet man noch weitere Materialien. Hier werden zu verschiedenen Themen weitere GeoGebra-Bücher von unserer Community verlinkt. Wir haben uns heute als Thema für dieses Webinar den Pythagoras ausgesucht. Das heißt, wir nehmen an, wir möchten in diesem Schuljahr noch den Pythagoras unterrichten und sind auf der Suche nach Materialien. Der Pythagoras kommt bereits schon in der siebten Schulstufe vor, jedoch behandelt man dort nur die Berechnungen und wir möchten uns heute aber den Beweisen und den Begründen widmen. Darum werden wir heute in die Sammlung der achten Schulstufe blicken. Wenn ich also eine Schulstufe auswähle, lande ich in dem Buch der Schulstufe und wie ihr hier im Menü schon sehen könnt, haben wir hier zu den unterschiedlichen Themen des Lehrstoffes in diesem Schuljahr unterschiedliche Materialien gesammelt.
Diese Materialien wurden nicht von uns erstellt, sondern wir haben wirklich von unserer Community die für uns besten Materialien herausgesucht. Das heißt, die Materialien haben ganz unterschiedliche Autoren, sind dementsprechend auch sehr vielfältig. Also wir haben hier zu den verschiedensten Themen genügend Übungsmaterial, in denen die Sachverhalte auch schön veranschaulicht werden. Aber wie gesagt, möchten wir uns heute auf das Thema Pythagoras konzentrieren. Darum sehen wir uns dieses Kapitel einmal genauer an. Und wenn ich hier auf die erste Aktivität klicke, sehe ich, dass ich hier verschiedene Kontrollkästchen habe und die Schüler und Schülerinnen können diese Aktivität einfach selbst erkunden. Ich kann mir zum Beispiel hier die Quadrate über den verschiedenen Seiten einblenden und mir somit überlegen, welcher Zusammenhang besteht denn zwischen dem blauen und dem grünen und dem roten Quadrat. Falls ich Hilfe benötige, kann man in diesem Applet sich auch noch einen Hinweis einblenden. Das heißt, in diesem Applet geht es wirklich um das selbstständige Erkunden. Und ja, das Ziel ist natürlich, dass die Schüler und Schülerinnen auf den Zusammenhang kommen. Ja, dann gibt es eben noch weitere Applets, die ebenfalls vom Pythagoras handeln. So kann man zum Beispiel in diesem Applet den Punkt C dynamisch verschieben und dabei beachten, ob sich die Summe der Fläche ändert oder dass man überhaupt selbst draufkommt, dass die Summe der Fläche immer gleich bleibt. Auch hier hat man die Möglichkeit, dass der Inhalt sofort überprüft wird. Wenn ich hier 100 Quadratzentimeter hineingebe, bekomme ich sofort das Feedback, dass die Aufgabe richtig ist. Und auch beim nächsten Beispiel, das ich euch noch zeigen möchte, geht es um das Erkunden. Das heißt, hier können die Schüler und Schülerinnen an den Schiebereglern ziehen und sich dabei überlegen, welcher Zusammenhang zwischen den Quadraten besteht. Also wie ihr schon seht, wir haben ein Thema, aber es gibt unterschiedliche Aufbereitung von den Themen her. Und ja, man kann eben dann das auswählen, was einem am besten gefällt. Und ja, damit ich mir dieses Material jetzt merke, öffne ich es in einem neuen Tab, weil im nächsten Schritt werde ich euch dann zeigen, wie man selbst Materialien verändern kann. Und dafür werde ich auf dieses Material zurückgreifen. Ja, aber bevor wir uns den nächsten Schritt anschauen, möchte ich euch jetzt einladen, dass ihr euch überlegt, welche Themen werdet ihr heuer noch unterrichten oder vielleicht mit den Schülern und Schülerinnen wiederholen und dass wir euch jetzt einfach Zeit geben, dass ihr diese Sammlungen einmal erkundet und euch auch diese Aktivitäten, wo ihr denkt, diese könnte ich einmal verwenden, aber ich müsste sie vielleicht für meine Bedürfnisse noch etwas anpassen, dass ihr euch diese Aktivitäten in einem neuen Tab aufmacht, damit ihr sie nachher schnell wiederfindet. Ja, also das Ziel, das die Julia und ich eben heute haben, ist, dass ihr wirklich nach dem Webinar dann sozusagen fertig seid und diese Unterrichtsmaterialien hoffentlich im Mai oder Juni, je nachdem, noch im Unterricht, sei es im Homeschooling oder wieder im Präsenzunterricht, wirklich eins zu eins so einsetzen können. Das heißt, wirklich probieren, jene Unterrichts- oder jene Lehrstoffgebiete, die noch zu behandeln sind, dazu gute Materialien zu suchen. Und im nächsten Schritt werden wir uns dann ansehen, wie die verändert werden können. Und ich würde mal vorschlagen, dass wir da so 3 bis 5 Minuten euch Zeit geben. Und wenn es Fragen gibt, bitte. Oft ist es so, dass, da spreche ich jetzt wirklich nur als Lehrer, die Materialien auf der GGB-Seite zu 98% oder 99% echt super sind, aber ein paar kleine Änderungen würde man dann trotzdem gerne noch durchführen, weil es so eben nicht hundertprozentig in den eigenen Unterricht passt. Beispielsweise beim einen Applet, das die Julia vorgezeigt hat, wo die Summe der beiden Kathetenquadrate gebildet wurden und das Hypotenusenquadrat und der Flächeninhalt des Hypotenusenquadrats auch gleich angezeigt worden ist. Das hätte ich oder das finde ich sehr, sehr gut. Ich würde es aber besser sogar noch finden, wenn hier nicht gleich die Schülerinnen und Schüler sehen würden, dass eben die Summe, sprich das Hypotenusenquadrat, 100 groß ist. Jetzt muss man
nicht das komplette GeoGebra-Applet nochmal nachbauen und dann einfach nur die 100 rauslassen oder weglassen, sondern mit Hilfe der GeoGebra-Materialsammlung oder auch grundsätzlich mit allen auf GeoGebra auffindbaren Materialien ist es möglich, dass hier gewisse Sachen entweder umformuliert werden, schon oder eben nicht angezeigt werden oder auch zusätzlich hinzugefügt werden. Julia, dem Bildschirm, könntest du denn wieder die Präsentation oder so freistellen? Ja, sofort. Ich poste noch schnell den Link, ich bin gleich wieder soweit. Okay, gut, dann erzähle ich noch kurz weiter. Und zwar das Ziel der nächsten 10 oder 15 Minuten wird sein, dass wir haben uns für den Pythagoras entschlossen, den heute etwas genauer uns anzusehen, dass wir hier gewisse Veränderungen an den von uns gefundenen GeoGebra-Applets jetzt vornehmen werden. Da wird die Julia Schritt für Schritt eben vorzeigen, wie diese Veränderungen vorgenommen werden können und wie die dann auch gespeichert werden können, sodass eure angepassten Materialien dann auch mit euren Mitschülern oder mit euren Schülerinnen geteilt werden können. Julia? Ja, bin sofort soweit. Brauche nochmal freigeben. Okay. Könnt ihr Perfekt. Meinen Bildschirm das wieder heißt, sehen? Ja. Okay, super. Dann zeige ich euch jetzt, wie man ganz einfach die Materialien anpassen kann. Also wenn wir wieder das Beispiel hernehmen von Pythagoras, also wenn man sich jetzt denkt, okay, das Applet ist wirklich super, aber ich möchte vielleicht die Beschreibung ändern oder noch eine Frage hinzufügen, dann geht das ganz einfach. Wenn man auf GeoGebra eingeloggt ist, dann kann man hier in dem Menü hier oben auswählen, dass man die Aktivität kopieren möchte. Man könnte auch das ganze Buch kopieren und anpassen, aber wir konzentrieren uns jetzt einfach mal auf eine Aktivität kopieren. Das heißt, wenn ich auf Aktivität kopieren klicke, dann kann ich alles in dieser Aktivität verändern, denn das ist jetzt meine Kopie. Ich kann zum Beispiel den Titel verändern. Ich kann die Aufgabenstellung verändern. Also ich habe mir hier einen Text vorbereitet. Ich habe wieder zu viele Fenster offen. Moment. Also ich kann die Aufgabenstellung so anpassen, dass sie für meine Schüler und Schülerinnen passt. Ich kann auch Fragen hinzufügen oder andere GeoGebra-Elemente hinzufügen. Also ich kann zum Beispiel einen Text hinzufügen, um weitere Erklärungen zu liefern. Ich könnte noch ein weiteres GeoGebra-Element hinzufügen. Ich kann auch eine Webseite einbinden, in der man zum Beispiel vielleicht Erklärungen zum Pythagoras findet, ein Video, ein Bild, eine PDF-Datei oder, so wie ich es jetzt mache, eine Frage. Bei der Frage hat man die Möglichkeit, dass man eben hier die Frage hineinschreibt und hier kann man auswählen, möchte ich eine offene Frage haben, sodass die Schüler selbst ihre Antwort formulieren oder möchte ich eine Mehrfachauswahl haben, sodass die Schüler und Schülerinnen einfach die richtigen Antworten auswählen können. Ich entscheide mich jetzt für eine offene Frage. Und hier kann man sich dann auch entscheiden, gebe ich eine optionale Möglichkeit an Antwort an oder lasse ich dieses Feld frei. Ich zeige euch jetzt, wie das aussieht, wenn man eine Antwortmöglichkeit angibt. Also wenn man eine Antwort angibt, dann können die Schüler und Schülerinnen nachher vergleichen, ob ihre Antwort auch mit der Antwort von der Lehrperson übereinstimmt. Ja, und wenn ich jetzt zufrieden bin mit meinen Anpassungen, dann kann ich ganz einfach die Aktivität speichern und schließen. Natürlich stellt sich jetzt die Frage, wo finde ich wieder meine Aktivität? Denn hier sehen wir das Original, das wir kopiert haben. Wenn ihr jetzt auf euer GeoGebra-Profil geht, findet ihr hier bei euren Materialien euer angepasstes Material. Ihr seht, alle Änderungen sind hier sichtbar. Ihr seht, hier ist die Frage, die wir eingefügt haben, sichtbar und es erscheint der Button Antwort überprüfen. Das heißt, meine Schüler und Schülerinnen hätten jetzt die Möglichkeit, wenn sie hier klicken, dass sie meine Antwort, die ich vorschlage, mit ihrer vergleichen.
Ja, wir sehen auch hier, dass beide Autoren genannt werden. Das heißt, auch der Originalautor wird genannt und man erkennt, wer alle an dieser Aktivität mitgearbeitet hat. Ja, das ist eine Möglichkeit, wie man eben ganz schnell Materialien anpassen kann und wie man auch tolle Materialien, mit denen man vielleicht nicht 100% zufrieden ist, so anpassen kann, damit man sie dann auch selbst in seinem Unterricht verwendet. Ja, und da würde man euch jetzt wieder einladen, dass ihr die Materialien, die ihr vorher euch herausgesucht habt, die ihr in eurem Unterricht gerne verwenden möchtet, dass ihr diese jetzt einfach an eure Wünsche und Bedürfnisse anpasst und das hier vorgezeigte wieder gleich an diesen Materialien anwendet. Also ich würde vorschlagen, dass man wieder so 5 Minuten machen, dass das einfach ja, erkundet. Passt sehr gut. Julia, darf ich dich noch bitten, vielleicht kurz vorzuzeigen, für Ja. jene, die noch keinen GeoGebra-Account haben, wie man sich ganz schnell einen erstellen kann, denn genau dann wird es Natürlich. wirklich auch nachher fürs Weitergeben ungleich leichter. Genau. Wenn man noch keinen Account hat, dann findet man auf unserer Startseite rechts oben den Anmelden-Button. Wenn man hier klickt, erscheint dann ein Feld, in dem man verschiedene Möglichkeiten hat. Entweder man möchte seinen Google-Account verknüpfen und man meldet sich direkt über Google oder andere Plattformen an, oder man klickt hier auf Konto erstellen. Und wenn man auf Konto erstellen klickt, muss man eben ein paar Daten angeben, also seine E-Mail-Adresse, wo man dann auch eine Bestätigungs-E-Mail bekommt, wo man nur auf einen Link klicken muss, damit das Profil dann auch aktiv ist. Und ja, wenn man das alles ausgefüllt hat, kann man ganz schnell einen GeoGebra-Account erstellen. Gut, dann schauen wir auch gleich zu unserem letzten Teil weiter. Der Julia und mir geht es jetzt auch darum, dass man wirklich auf sehr, sehr einfache, das heißt sehr, sehr niederschwellige Weise die Materialien, die ihr gefunden habt, die ihr an eure Wünsche sozusagen angepasst habt, euren Schülerinnen und Schülern dann auch vermitteln und weitergeben könnt. Wir haben uns dafür ein ganz, ganz leichtes, offenes Pad entschieden, das heißt, wo wirklich alle, die den Link haben, das auch mit Passwort gesichert werden kann, dann auf die Daten, die ihr weitergeben wollt oder die Informationen, die ihr weitergeben wollt, zugreifen können und das auch beändern können, verändern können. Das heißt, sprich, sie können dann auch Sachen, Antworten und Ähnliches wieder hochladen. Bevor es aber soweit ist, würde ich oder mache ich meistens so, dass ich mir zu diesen einzelnen Einheiten mal zuerst ein Lernziel überlege, das heißt, wo drinnen steht, was, wie und unter Anführungszeichen in welcher Intensität sollen die Schülerinnen und Schüler etwas können, etwas erledigt haben. Das heißt, für uns beim Lehrsatz des Pythagoras wäre das in einer Art klassischen Art und Weise, dass man in einem ersten Schritt sagt, dass die Schülerinnen und Schüler eben die Gültigkeit des Lehrsatzes argumentieren können und das Ganze entweder über algebraisch-arithmetische Sachen oder eben über geometrische Sachen. In einem nächsten Schritt, Julia, zeig mir das vielleicht vor, ja. Würde ich dann wirklich raten, für jedes GeoGebra-Material, das ihr euren Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellt, ein, unter Anführungszeichen, Pad zu starten. Funktioniert das hier? Vielleicht sieht man da die URL-Zeile sehe ich jetzt leider nicht, Jule. Vielleicht hat man die oben rein kopiert. Also das heißt, sieht man es jetzt? Ja, okay. Das heißt mit pet.c3w.at, das ist der Computer Chaos Club in Wien angesiedelt. Das ist eine datenschutzrechtlich auch wirklich sehr sichere Sache. Können hier die einzelnen Links und dann auch dazu die Fragen an eure Schülerinnen und Schüler weitergegeben werden. Das kann alles anonym passieren, das heißt, man muss sich hier nicht anmelden und so könnt ihr auf sehr, sehr einfache, sehr, sehr, ich sage jetzt mal, niederschwellige Weise schnell Aufgaben einerseits zusammenstellen und diese dann den Schülerinnen und Schülern auch
zur Verfügung stellen. In einem nächsten Schritt wird es dann auch darum gehen, dass die Schülerinnen und Schüler diese Fragen zu den jeweiligen Antworten auch beantworten müssen. Da kann dann wieder ein neues Pad erstellt werden, welches dann eben von den Schülerinnen und Schülern auch kollaborativ bearbeitet werden kann, wo ich dann entweder hier gleich direkt in einem Art Textverarbeitungsprogramm meine Antworten schreiben kann oder wenn es etwas aufwendiger wäre, das heißt, wenn ihr auch möchtet, dass die Schülerinnen und Schüler Screenshots von den GeoGebra-Applikationen und Ähnlichem machen, dann kann das auch hier über eine Drive-Seite, das heißt von den Schülerinnen und Schülern, hochgeladen werden. In wahrscheinlich einem nächsten Seminar oder in einem nächsten Webinar werden wir dann vielleicht auch vorstellen, wie man mit Hilfe von GeoGebra das Ganze machen kann. Und ich würde da jetzt wieder an die Julia zurück oder weitergeben. Und zwar hat man auch in GeoGebra verschiedene Möglichkeiten, dass man die Aufgaben an die Schüler und Schülerinnen verteilt und auch wieder zurückbekommt. Und zwar gibt es da zum einen ein bestehendes System, das sind die GeoGebra-Gruppen. Also in denen hat man die Möglichkeit, wenn die Schüler und Schülerinnen einen GeoGebra-Account haben, dass alle ja, in einer Gruppe zusammengefasst werden und in dieser Gruppe kann man dann den Schülern und Schülerinnen Aufgaben geben und bekommt auch die Aufgaben, die bearbeiteten Aufgaben von den Schülern und Schülerinnen darin zu sehen. Aber auf die Gruppen gehe ich jetzt nicht näher ein. Für alle, die es weiter interessiert, könnt ihr gerne auf unserer Website bei all unseren Anleitungen euch das GeoGebra Buch zu den Gruppen ansehen. Hier findet ihr alle Informationen bezüglich der Gruppen. Ja, und bezüglich solcher Systeme darf ich auch einen Ausblick geben. In den nächsten Wochen wird ein neues System von GeoGebra veröffentlicht und zwar wird es GeoGebra Classroom heißen. Und in diesem System hat man dann die Möglichkeit, dass man ganz interaktiv mit den Schülern und Schülerinnen zusammenarbeitet. Es wird so aussehen, dass ich aus Materialien, die ein Applet, eine Frage oder ein Fragenelement enthalten, eine Klasse erstellen kann. Und die Schüler und Schülerinnen können dann mittels einem Code in diese Klasse beitreten und bekommen dort die Aufgaben zugeteilt. Als Lehrperson bekomme ich dann in dieser Klasse ein Live-Update von der Leistung der Schüler und Schülerinnen. Das heißt, ich sehe ganz genau, wie viele Schüler und Schülerinnen haben Aufgabe 1 schon bearbeitet, wie viele Aufgabe 2 und ich kann mir dann auch detailliert die Ergebnisse von den Schüler und Schülerinnen ansehen. Also das ist gerade bei uns in der Endphase von der Entwicklung und wird demnächst online gehen und eben sobald es online ist, würden wir gerne wieder drüber ein Webinar machen, damit wir es dann auch gemeinsam ausprobieren können, damit ihr einen Einblick bekommt, wie das System funktioniert, damit ihr es dann auch in euren Schulstunden verwenden könnt. Ja, also das sind die Möglichkeiten, die auf der GeoGebra-Website aktuell und in ganz naher Zukunft verfügbar sind, um Materialien auszuteilen und aber auch die Ergebnisse als Lehrperson zu bekommen. Ja, dann ist mal von meiner Seite, dass ich Danke sage, danke für jene, die jetzt hart gesotten waren und wirklich bis zum Schluss wiedergekommen sind. Das Video als solches wird dann in einer von den Zwischenfällen befreiten Version auf YouTube ersichtlich sein. Das heißt, wenn ihr vielleicht den einen oder anderen kennt, der vorher dabei war und es jetzt nicht mehr ist, wäre es vielleicht nett, ihn darauf auch aufmerksam zu machen. Ich nehme aber an, dass wir ohne dies das über die Facebook-Seite und andere Kanäle von GeoGebra dann ohne dies auch einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und von meiner Seite möchte ich mal Danke sagen und hoffe, dass es dem einen oder anderen doch geholfen hat, vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten bis zum Schulende den Unterricht etwas anders gestalten zu können auch. Ja, ich möchte mich auch noch bedanken. Zum einen beim Robert, dass er das mit mir durchgeführt gerne, hat. Gerne, gerne. Und ja, zum anderen auch natürlich an euch, an alle Teilnehmerinnen. Und es würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Webinar wiedersehen würden. Und ja, wenn es euch gefallen hat und wir diese Webinarserie fortsetzen können. Ja, danke schön.